Nö, ich kann die machen lassen jetzt. Also, ich muss mich da nicht großartig einmischen. Obwohl, irgendjemand könnte mal diese Schnecke da beseitigen. Aber ich warte erst, bis der das hingesetzt hat, weil sonst schmeißt er das wieder weg und vergisst, was er machen wollte. So. Schnecke erledigen. Ach, und diesen Geist kann auch mal jemand fertig machen. Ah ja, er rennt. Er rennt. Und zack. 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 Platt ist die Schnecke. Was? Noch ein Geist? Das geht's ja wohl nicht. So, da unten Eisen... Ah, da kommen sie nicht ran an die beiden Erzdinger. Aber dafür kann ich hier ihm sagen, ersetze Eisenerz. Und die Eisenerz grabe ich auch mal weg. Setzen wir hier mal eine Tür hin. So. Eigentlich wollte ich die Türen da außen hinsetzen. So. Brauche ich noch eine Tür? Tür. Ah, ich habe kein Schloss. Brauche noch ein Schloss. Ah, brauche ich Eisenerz. Aber Eisenerz wollte ich ja aufsparen für die Schmiede. Wir haben genug Eisenerz. Das gibt's ja nicht. 2, 3. Kohle haben wir auch genug. Und wir haben Wasser. So. Ich war ja klug und habe Wasser eingesammelt und einen Eimer gebaut. Zack. Und eine Schmiede ist unser. Das heißt, die packen wir hier mal statt der Leiter hin. Und, okay, die Schmiede ist scheinbar ein bisschen größer. Das heißt also, mal sehen, Schmiede auf die Seite. Also hier ist die Küche, hier ist mein Werkstattbereich. Was, Hauswände wurden durchbrochen? Wie jetzt? Der ist sauer? Kann doch nicht angehen. Die Tür gehört ja andersrum. Aber, hä? Wollt ihr mich veräppeln? Da soll die durchbrochen sein? Das ist doch eine Tür. Oder meint ihr, die Außentür hat keinen oben, keinen abschließenden, keine abschließende Decke? Das, wollt ihr mich verarschen? Machen wir sie auch mal. Zack. Was? Also er zeigt an, dass hier kein Loch ist. Wo ist denn das Loch? Hä? Was? Hier unten geht? Wollt ihr mich veräppeln? Doch, hier zeigt er an. Dann machen wir da doch mal einen hin und da auch. Dann können wir da auf der anderen Seite auch gleich noch eine Tür hinsetzen. Ach ja, ich wollte die Schmiede platzieren. So, machen wir hier mal wieder Erde hin. Können wir eigentlich hier die Schmiede hinsetzen, oder? Ja, müssten wir eigentlich können. Dann nehmen wir die Fackel hier unten weg und machen das quasi so ein bisschen höher. Dass das hier so ein Ausgangsbereich ist und gleichzeitig Schmiede. Weil hier ist die Küche und hier kommt... Ah, ich Idiot, hab doch vergessen, auf den Tisch ein bisschen Futter zu packen. So, Tisch. Zack. Ja, platziere Essen. Wir erhalten eine Fackel und ein Schloss. Das heißt, wir können uns eine Tür bauen. Juhu. Nein, da, Tür. Schloss. So, Holz, 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 Holz. Zack, zack. Lalala. Daneben geklickt. So, zack, eine Tür. Und die Tür kommt. Die Tür kommt dahin. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, soweit. Dann haben wir hier quasi Doppeltüren, damit die Zombies und die Viecher nicht mehr so schnell reinkommen. Weil die Skelette haben ja auch an der Tür geklopft, habe ich gesehen. Ich dachte, die kommen da so rein, aber das betrifft nur die kleinen Trolle. Die Trolle kommen sowieso durch jede Tür. So, ja, das sieht doch gut aus. Ja, ja, wo ist mein Bett? Wo ist mein Auto? So, hier unten... Kann man da eigentlich auch noch die Erde dahinter ersetzen? Da sieht das ein bisschen hübscher aus. Hier ist Futter, hier ist Werkbank, hier... Ach ja, hier wollte ich ja... entfernt mal jemand die Fackel da, bitte. Moment, okay, mal gucken. Nee, wir haben kein Werkzeug. Der hackt hier mit seinem komischen Ding da rum. So, ersetze... Was? Was, wie, wo, wer? Hä? Ach, Leben niedrig.
Das ist immer das Geräusch, wo ich denke, oh, jetzt ist was Tolles passiert. Aber nein, irgendjemand wird einfach nur angegriffen. So. Ah, er hat das entfernt. Dann kann jemand anders hier die Schmiede platzieren. Oder können wir die Schmiede... Doch nein. Nicht genügend. Der hat die Schmiede schon aus dem Lager geholt. Jetzt geht er wieder zurück und liefert sie im Lager ab. Och, Menno. Ja, er hier, er hat die Schmiede. Och, nö. Jetzt latscht er mit der Schmiede einmal quer über den Planeten. Och, Nein, Junge, was machst du denn? Pack die Schmiede ins Lager, bitte. Weh, du verlierst die. Die ist wertvoll. Ach, Menno. Oh, da ist ein Buch. Da ist ein Buch. Müllereibuch. Ja, ein weiteres Müllereibuch gehört uns. Zack. Oh, und da können wir auch mal die Erde ersetzen. Ich dachte eben, da hat was geblinkt, aber das war nur die Aussteuerungsanzeige meines Mikrofons. Mal sehen, 2 Stunden nehme ich jetzt auf. Also nicht ganz 2 Stunden. Ich habe vorher noch irgendwie was einstellen müssen. Hat dein Zwerg gerade irgendwas gesagt? Er chillt hier auch einfach auf einer fleischfressenden Pflanze. Essen wollte noch keiner holen. Naja gut, die Zwerge haben wohl noch keinen Hunger. Ah, hier geht tatsächlich um die Außentür rum. Ich habe mal innen drin Türen gebaut und dann hieß es plötzlich, ja nee, dein Haus ist nicht dicht. Und ich dachte, was? Ich habe da drinnen nur eine Tür gebaut, weil ich einen Raum bauen wollte. Aber irgendwie mochte das Spiel zu dem Zeitpunkt keine Räume. Ich weiß auch nicht. Aber wir könnten ja so langsam mal anfangen, den Wohnraum ein bisschen mit Holz auszukleiden. So. Holz, 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 Holz. Zack. So. Bäume fällen bitte. Bäume fällen. Den auch. Nein. Hier einmal Wasser. Sammle Wasser. Und, na, Fälle. Wasser sammeln. So, mal sehen. Was gibt's hier sonst noch so? Hier die Bäume sind markiert. Die sind auch alle markiert. Zack. Das könnten wir mal verlängern. Mann. Hier liegen so viele Ressourcen rum, Leute. Ah, den können wir nicht mehr entfernen. Aber den hier. Wie hoch ist eigentlich... Da ist die Grundlinie. Gucken wir mal. So, da. Ja, die müssen weg. Dann haben wir hier quasi die Grundlinie. Dann erhöhe ich das hier, dann ist das so ein Cliff. Übrigens, das hier ist das Ende der Karte. Soll heißen, hier ist Meer. Und ich zoome mal raus. Wenn man hier mal rüber scrollt, hier ist auch schon Ende der Karte und auch Meer. Wow. Guck dir die Bäume an, wie riesig die sind. Ich glaube, ich setze hier demnächst, wenn es wieder Tag ist, ein Portal hin. Lass die Bäume fällen, das Schaf umbringen und alles mögliche andere hier erledigen. Also wenn keine Zombies mehr da sind. Dieser Riesenberg hier. So. Da sind wir wieder. So ein bisschen rauszoomen. Ja gut, so. Ah, er hat es zurückgebracht. Da kann man es nicht platzieren. Okay, gut, dann muss es dahin. Dann hatte ich das schon richtig gebaut. Ah, und jetzt mache ich was Lustiges. Jetzt mache ich hier, ersetze Erde. Ersetze hintere Erde. Ersetze Erde. Ersetze hintere Erde. Ersetze Holzwand. Hintere Erde. Ersetze Erde. Hintere. Ersetze Erde. Und hier bauen wir noch einen hin. So, dann haben wir einen kleinen Schornstein. Oh nein, da kommt keiner ran, glaube ich. Das ist ein bisschen doof. Gerüste kann ich noch nicht bauen, oder? Nee, Gerüste kann ich noch nicht bauen. Da muss ich mal gucken in den Tech Tree. Mal sehen, Schmiede. So, Basic Processing, das habe ich dann, kann ich mal scrollen. Ah, wenn ich Ironworks habe, kann ich endlich Waffen bauen. Sprich, ein Morgenstern, ein Bogen, für einen Bogen einen Handschuh, einen Bogen und Pfeile. Wobei das ziemlich interessant ist, weil ich beim letzten Mal habe ich eine Brücke gebaut und dann hatte ich oben Bogenschützen und die haben von oben einfach runtergeschossen und die Gegner hatten keine Chance. Weil hier, das hier, Basic Fortifications, also die Speere halten die zwar auf, aber diese Käfige haben irgendwie bei mir absolut nichts bewirkt.
Da, dann können wir Advanced Constructing machen. Da, das heißt, ich muss erstmal Ironworks fertigstellen. Also erstmal jedem Zwerg eine Spitzhacke verpassen. So, Eisenerz. 1, 2, 3, 4. Mal sehen. 5, 6, 7. Ah, mehr als 7 können wir uns momentan nicht leisten. Aber naja, dann muss ein Zwerg halt weiterhin mit... Was? Ach so, ja. Den machst du doch wohl fertig, Junge. Obwohl in dieser Größe gefällt mir das Spiel auch, wenn man so ein bisschen rauszoomt. Weil man verliert Details erst ab dieser Stufe verliert man Details. Zack. Zack. So. Der ist wieder zurück. Man lass das. Oh, wo kommt der Baum her? Den habe ich auch gar nicht gesehen. Ja, und der Baum. Und der und der. Wir brauchen immer Holz. Holz brauchen wir immer. So, hier. Schön alles kaminmäßig gebaut. Kann ich eigentlich sagen, der soll... Nein, da kann ich nichts hinbauen. Das ist doof. Ich wollte hier eigentlich hier so eine Art Schornstein im Hintergrund haben, aber da komme ich jetzt gerade nicht ran. Das ist doof. Oh nein, könnte mal jemand den Zombie da daran hindern, meine Tür kaputt zu machen? Bitte, dankeschön. So, der fällt den Baum. Da oben ist irgend so ein Geist. Ja, der Geist ist mir jetzt mal erstmal völlig Latte. Wo ist mein Bett? Wo ist mein Bett? Beziehungsweise... Wo ist mein Bett? Wo ist mein Bett? Ich weiß nicht, wie sprechen Zwerge eigentlich? Sprechen die so wie ich? Wahrscheinlich nicht. Ah, der fällt da den Baum. Und noch 28 Minuten bis zum nächsten Angriff. Mal sehen, was machen die Festplatten? Jo. Alles noch wunderbar. Hier, das Spiel zeichnet auch noch auf. So. Ah, er ist am Schmieden. Ah, cool. Cool, cool. Cool, cool, cool. Yeah. Very cool. Eine Schmiedeschürze. Dafür brauchen wir Eisenerz und Leder. Wir haben kein Eisenerz mehr. Oh, da ist so ein komisches Monster gespawnt. Das heißt, ich müsste hier eigentlich den Boden mal schmieden. Jo, eine Leiter und ein Tisch. Ich wollte eigentlich gerade sagen, macht mal hier ein bisschen dicht. Sodass hier quasi, hier setze ich dann eine Luke hin. Obwohl, eine Luke brauche ich eigentlich nicht. Ich mache das durch die Tür hier. Hm, die Tür soll aber andersrum. What? Not yet? Hey, warum kann er die nicht drehen? Och, Menno. Jetzt kann er sie drehen, wenn ich nicht mit einer Tür einen Gegner angreife. Oh ja, der macht den Schatten da fertig. Ach, die Dinger droppen Nägel? Nee, Nadeln. Nadeln. Needles. 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 They are dropping needles. So. Wir setzen mal die Kohle da. Machen wir hier mal Steinboden hin. Das kommt besser. Dann machen wir das da unten mal dicht. Dann haben wir quasi so ein Fundament hier. Und hier, da wir noch keine Gerüste haben, muss mal jemand Erde bauen, damit jemand da oben rankommt. Ja. Moment, wie man sieht, unsere 8 Zwerge sind fleißig. Er ist hier am Schmieden. Was sagt der Techbaum eigentlich? Ironworks. Eisenaxt könnten wir auch bauen. Ich glaube, die nächste, mal sehen. Da kommt erst Advanced Armoring. Das heißt, da brauchen wir noch ein bisschen. Also können wir die Leute jetzt alle mit Eisenzeug ausstatten. So, jetzt kannst du das doch weggraben. Zack. Ja, er ist fleißig am Basteln. Ah, 3 haben wir schon. Das heißt, 1. Nein. 2. Und 3. So, ihr habt jetzt quasi die Ehre, das neue Werkzeug ausprobieren zu dürfen. Und wer ihr meckert dann immer noch darüber, oh, mein Werkzeug ist kacke.